Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Wir sind eigentlich irgendwie gerade auf der Suche nach Sia, weil wir mit der gerne reden würden. Scheinbar aber nicht hier. Ich finde sie nicht. Grease muss in der Küche sein. Wir treffen ihn später. Das hat mir das Spiel noch immer noch nicht gesagt, wo es hier ist. Doch, da hinten. Ich werd verrückt hier. Ich kann da hochhüpfen, oder? Ja. Nö, check ich gar nicht. Das Spiel mag mich nicht. Aha. Ah. Okay. Versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Cal Kestis. Willkommen auf Jeddah. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie... wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja. Du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts erreicht. Nun, während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen, Verbündete finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch.
Kerl, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Seer. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Seer! Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter, aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, Sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, HBD. Okay, okay, okay. Und? Wie war's in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt, aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Bodakona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jeddah? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Tanalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagon Gara. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagon will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zu freundlich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagon Gara gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn ihr etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Kerl. Hoffentlich findest du, wonach du suchst. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Nachforschung in Tanalor. Zerstörter Mond. Ich begleite dich zurück zur Mantis. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Da erstmal wollen wir aber uns hier kurz zum Meditieren setzen. Da werden übrigens auch die Schatten immer neu kompiliert, habe ich gelesen. Okay, kann weitergehen. Das heißt, wenn es mal schlecht läuft, kannst du es immer besser machen. Meister Cordova hatte meine Übersetzung einer späteren Version der Allokution gebeten. Welche Form? Der Cantus Planus, Bruder. Seltsam. Also schön. Verpasst ihm die neueste Reduktion. Ich habe nicht das Recht zu fragen, Bruder, aber ich muss um Aufklärung bitten. Warum billigen wir ein solches Gesuch? Die Alten haben uns verboten, unsere Rituale mit Fremden zu teilen. Gepanzerte Invasoren trieben die Ahnen nicht in den Untergrund. Die Zeiten haben sich geändert. Außerdem ist er im Auftrag von Meisterin Janda hier. Nicht Nagis, das steht fest. Aber schwerlich ein Außenstehender. Mach, was dir gesagt wurde. Ja, Bruder. Wir sollten damit vorsichtig umgehen. Ganz so easy ist es also noch nicht. Dass die hier. Also. Naja, willkommen sind sie schon, aber. Ich nehme an, ihr habt beide Eusens Lemma studiert? Ja, Schwester. In der Tat, Schwester. Dann könnt ihr mir vielleicht das Paradox im fünften Buch erklären. Eusen erforscht die Antinomie der Erleuchtung. Das ist ein Paradoxon über die Unvermeidbarkeit von Zyklen. Ich höre. Erleuchtung wird als zyklusbrechend definiert.
Aber laut Kanon muss man den Zyklus durchleiten, um erleuchtet zu werden. Je mehr wir den Zyklus durchbrechen wollen, desto mehr verkörpern wir ihn. Wenn wir ihn akzeptieren, werden wir erleuchtet. Und durchbrechen so den Zyklus. Interessant. Ah, da ist noch meine. So, und die Truhe kann man natürlich wieder nicht aufmachen. Ah, Kel. Ich hatte gehofft, wir könnten etwas besprechen. Es gibt eine Stätte, eine ziemlich alte sogar, im Norden der Wüste. In meinen frühen Tagen auf Jeddah war ich dort, bevor die Präsenz des Imperiums anstieg. Was für eine Stätte? Eine, die von Verehrern der Machtnutzer gebaut wurde. Wir wissen nur wenig über sie. Aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Ein Gerücht gehört. Cordova sagt, er hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja, kaum zu glauben, dass uns das Schicksal nach so langer Zeit wieder zusammengeführt hat. Wir hätten dieses Glück brauchen können, als wir das Holocron gesucht haben. Ich weiß. Glück oder Schicksal. Ich freue mich, dass mein Meister lebt und bei uns ist. Ja. Und wild entschlossen, das Vermächtnis der Jedi zu bewahren und sich dem Imperium zu widersetzen. Also, wohin gehen wir zuerst? Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Ja, ist aber zum Mond. Fangen wir mit dem Labor auf dem Mond an. Alles klar. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns durch den Abyss bringt. Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt sich's an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das lange Gesicht? Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloteninstinkte kaum noch. Ich weiß, wie hart es ist, Dinge wieder zu lernen, die man beiseite gelegt hat. Das ist es wohl, was? Trotzdem bereue ich es, dass ich die Mantis je hinter mir gelassen habe. Ich denke ständig, ich mache gleich einen Fehler. Du bist gegangen, als du musstest. Das kommt ganz schnell wieder alles zurück. Okay, okay. Du bist ein guter Freund, Kerl. Jetzt will ich nur in die andere Richtung schauen. Um dem Gericht nachgehen zu können, müsste ich eigentlich hier in die Richtung abhauen. Hier ist auch ein Echo der Macht. Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Marin. Was führt dich nach Jeddah? Ich habe auf meinen Reisen eine Gruppe getroffen. Nochmal eins. Du bist die Reisende. Hast du irgendein System gefunden, wo der lange Arm des Imperiums nicht zu spüren ist? In keinem, das ich besucht habe. In dieser Wüste verstreut befinden sich unzählige Ruinen. Eine von ihnen könnte ein perfekter Unterschlupf für den Pfad sein. Ich habe viele Kuriositäten für euch, Fremdling. Die verkauft ganz viel Lichtschwerter. Naja, oder wenn wir jetzt eh für nichts entscheiden. Vor allem, weil ich eigentlich meins gerade ziemlich hübsch ist. So. Und wieder 10 verschiedene Der Wege. Der Weg ist versiegelt, Fremdling. Es Wie tut mir auf? Leid, Jedi. Das Tor muss geschlossen bleiben. In der Nähe wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Ich verstehe. Okay, ist noch einleuchtend. Will ich behaupten. Bericht, Schwester. Wir haben auf dem Kamm 2 weitere Patrouillen geortet. Wo sind sie hin? Zurück nach Süden. Sie haben eines unserer Lager nur knapp verfehlt. Der Sandsturm spielt uns in die Karten.
Er hat vermutlich alle Spuren verwischt. Behaltet den Horizont im Auge. Kontaktiert mich, wenn Sie zurückkommen. Okay, hier ist auch noch zu. Tür ist offen. Der Wüstenpass. Schauen wir mal, uns der hinführt. Aber es schaut so aus, als ob ich Speeder fahren dürfte. Ah, hier ist so eine große Truhe. Und jetzt mal Jedi-Truhen. Sind auf jeden Fall immer irgendwie krassere Sachen drin. Alte Aratek Speederbikes. Während der Klonkriege habe ich viele davon gesehen. Ich bin aber nie eins gefahren. Wieso darf ich es jetzt nicht fahren? Verstehe schon. Story. Kommt noch wahrscheinlich. So, dann können wir hier in die Richtung. Zumindest raus. Los, gehen wir. Geh weiter, Cal. Ich bleibe hier. Sieh dir das mal an. Ne. Kann ich einen Stim kriegen, bitte? Da habe ich gar keine Chance. Rauszukommen, ist schon irgendwie nur zum Gucken. Okay, dann machen wir wohl nicht hier weiter. Was Luft. Immer zu weit unten, ne? Ja, ist auch. Genau, den wollen wir wieder nehmen. Dann fliegen wir wohl doch los Richtung Kobo wieder. Hier durch, glaube ich. Genau. Ah, darfst du ruhig ein bisschen schneller laufen. Dauer nervig, dass man das dauernd machen muss. Also, als ob die alle die Macht beherrschen. Hey, Kerl, warte. Den hier habe ich schon seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Du bist Maren, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst. Also, wenn du. Nicht nötig, Boat. Verstehe, du hast alles klar. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Boat.
Also dann, zeig uns, was du drauf hast. Das klingt gut. Ein echter Sturmtruppler steht nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Gut so. Nicht schlecht, Jedi. Und, wie lange hast du für Seer gearbeitet? Ich arbeite nicht für Seer. Natürlich. Mein Fehler. Ganz ruhig. Konzentrier dich und drück den Abzug. Er heizt den Dummy ordentlich ein. Mal schon machen. Kerl mag keine Sturmtruppler. Wer mag die schon? Beeindruckend. Ich denke, jetzt kannst du's, Kerl. Dann muss ich wieder an den Holotisch. Tschüss, Frames. Wählen wir unser Ziel. Also brutal, was da los ist. Keine Ahnung. Zerstörten Mond. Vielleicht sind diese Anachoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor Sia mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Anscheinend hast du eine gute Crew, hattest. Du weißt, was ich meine. Wirklich? Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden? Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mond, Grease? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Erst Jeddah und jetzt das. Monde bringen nichts als Ärger. Jeddah ist ein Mond. Ich hatte keine Ahnung. Wir erreichen gleich unser Ziel. Haben wir was gelernt? Oh, wow. Entschuldigung. Alles gut? Ja, nur ein wenig eingerostet. Und du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Ich hätte echt gern wieder Skins für die Mantis. Ich habe schon gelesen, dass es die nicht mehr gibt. So gefällt es mir nicht. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. So, schauen wir mal. Das müsste jetzt eigentlich ein bisschen... Wir müssen einen Schatz geben. Hier oben noch auf dem Ladedeck. Diese Station ist geschlossen. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Okay. Angegriffen wurden sie hier. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Ja, schön. Cordova sagte, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Crees Handwerk aus. Die Frage, ob wir diese Cree auch noch finden. Ich meine, wenn der Dagon lebt, warum sie nicht, ne?
Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Kree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht im Rat. Okay, also nicht in diese Richtung. So. Dann, wenn ich in die, dann hole eine andere. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir Wasser. Wir müssen dieses Labor. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns darüber wundern. Oh. Habe ich jetzt irgendwie für Licht gehalten. Das war fast ein bisschen knapp. Also, als wir eine Fernkampfwaffe bekommen, hätte ich nicht gedacht. Hallo? So, die automatisierte Fertigungsanlage. Die schauen wir uns aber beim nächsten Part an von Let's Play Jedi Survivor. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.